Deutschland in der WM-Quali gegen den Angstgegner. 1:2 das Hinspiel gegen Nordmazedonien. Ja, und jetzt können wir unter Hansi Flick alles besser machen. Wir freuen uns auf dieses Spiel. Yeah, haufenweise Spieler Montag und Dienstag. Die Deutschen am Montag gegen Nordmazedonien. Das ist natürlich unser Fokus bei diesem Spiel. Das Hinspiel war ja ein 1:2. Bevor du jetzt mit dem Fokus auf Nordmazedonien gegen Deutschland kommst, möchte ich nochmal sagen, Hut ab. Ich habe ja nicht ganz verstanden, wie du beim letzten Video jedes einzelne Spiel zerlegt hast in seine Einzelteile. Aber das Resultat war dann wirklich eigentlich eine 100%-Quote deiner Empfehlungen. Respekt dafür. Und die Frage, passiert das heute wieder? Aber jetzt erstmal müssen wir es so sehen. Unter Jürgen Löw gab es noch die Niederlage gegen Nordmazedonien. Deutschland hat jetzt unter Flick gegen Rumänien das erste Gegentor kassiert. 1:0 lagen sie zurück. Am Ende 2:1 gewonnen. Okay, da wird dann gleich in den Interviews danach von Supermentalität und so geredet und Aufsteherqualitäten. Alles schön und gut. Trotzdem hat der Herr Flick immer noch keine so richtig starken Gegner gehabt und ich bin mal gespannt, wie sich unsere Nationalelf dann gegen die Top-Teams schlägt. Aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal geht es jetzt gegen Nordmazedonien. Ja, und man erwartet wieder mal extrem niedrige Quoten der Deutschen. Natürlich unlustig, darauf zu wetten. Vor allem, wenn man dann gerade mit einem 2:1 gegen Rumänien mit Rückstand ja, natürlich haben sie viele Chancen gehabt und hätten die abschießen können, aber können, hätten, wollen, aber getan haben sie es nicht. Und das ist der Punkt. Man hätte, das hätte Löw wahrscheinlich auch zustande gekriegt. Deswegen, wenn wir hier die Line ziehen bei der Zweierquote, -1,75 auf Deutschland, sollte drin sein, war aber nicht mal gegen Liechtenstein drin, oder? Gegen, ja, gerade mal so vielleicht, aber gegen die Rumänen auf jeden Fall nicht. Und ja, also klar, müssten sie es machen, aber drauf zu wetten, da finden wir bestimmt noch aus den 20 Spielen irgendwas Besseres. Übrigens, meine Top-Wette vom letzten Mal war ja die Slowenien-Asian Handicap -2,5 gegen Malta mit einer 5,6-Quote. Bitte, bitte, bitte. Und ja, also du hast gesagt, 100%ige Trefferquote war es nicht, weil ich habe dann quasi mich nach dem ersten Tag irgendwie zurückgelehnt. Am zweiten Tag war dann nicht mehr viel richtig, aber da waren auch nicht mehr viele Wetten am Start. Gut, aber eben mit diesen Maltesern fangen wir an. Haben ja gegen Slowenien verloren. Zypern hat nur knapp verloren gegen die Kroaten, war es, glaube ich. Und 3:0, okay, ich habe diese Zusammenfassung sogar gesehen. Die Kroaten haben relativ spät das 3:0 geschossen. Von daher schätze ich die Zyprioten oder Zyprer, wie man mittlerweile sagt. Warum hat man früher eigentlich Zyprioten gesagt? Natürlich stärker ein, die Quote mit 1,8 gegen Malta. Könnte man mitnehmen, aber hier spielt natürlich ein kleiner Zwerg gegen den anderen und da ist natürlich viel möglich. Aber ja, die Malta ist dann schon noch ein bisschen niedriger, zumal die Zyprer halt wirklich gar nicht so schlecht sind. Ja, also ich bin hier, glaube ich, bei diesem Spieltag mehr Stichwortgeber und würde sagen, auf den ersten Blick sieht ein Heimsieg der Zyprioten oder Zyperer oder was auch immer sinnvoller aus als ein Punktgewinn oder gar ein Sieg der Malteser. Zwei kleine Länder, aber Zypern hat ja dann doch sowas wie eine Fußballkultur. Sie haben noch dazu ein Heimspiel. Also ich denke, man macht da nichts falsch, wenn man draufsetzt. Finde ich auch. Estland gegen Wales. Die Waliser, wie erwartet, 2:2 unentschieden gespielt im Spiel gegen meine Tschechen. Estland hat ja immerhin Weißrussland 2:0 geschlagen. Nichtsdestotrotz sind die Waliser hier natürlich Favorit. 1,6, auch gar nicht so schlecht. Dass sie in Estland hier federn lassen, das wäre natürlich schon fast ein Ausrutscher. Diese 1,6, die reicht mir eigentlich auf Ramsey. Bale ist ja, glaube ich, nicht dabei, zumindest im Spiel gegen die Tschechen war er nicht dabei, aber Ramsey, hey, der alleine sollte Grund genug sein, dass der Estland eines auf den Deckel haut. Vielleicht, wenn man auf eine Zweierquote gehen will, Asian Handicap, da tut man sich schon schwer, weil die Waliser ja schon eher nicht so die Bombernation sind. Deswegen einfach eine 1,6 gegen Estland kannst du auch eigentlich mitnehmen.
Dann haben wir Island. Deine Isländer. Liechtenstein ist dann ein Spiel in unserer Gruppe. Island ja jetzt im Spiel davor nicht erfolgreich gewesen. Wo haben wir das genaue Ergebnis? War dann 1-1 gegen Armenien. Ich glaube, die sind jetzt komplett draußen eigentlich im Kampf um eine bessere Position. Nur 5 Punkte aus 7 Spielen. Man sieht es, jetzt spielt quasi der Letzte gegen den Vorletzten. Genauso wie bei Deutschland gegen Nordmazedonien, der Erste gegen den Zweiten spielt. Ganz lustige Konstellation. Wenn man die Quoten sich anschaut, könnte man sogar sagen, Liechtenstein +2 oder sowas kann man mal gamblen. Aber insgesamt ist das ja schon eine traurige Nummer, was das Island angeht. Ich denke mir auch, vielleicht ist das Team oder die Quoten auch teilweise noch wegen den starken Jahren der sogenannten goldenen Generation so, dass man die jetzt einfach überbewertet. Ja. Was soll man da spielen? Ja, sie haben ja schon ein paar Spieler, die zumindest Profis irgendwo sind, aber nichtsdestotrotz, dass man jetzt anfängt, hier irgendwie bei Liechtenstein Value zu finden, das sagt eigentlich alles. Das sollte man auch nicht tun. Und ja, also diese Quote auf Island ist trotzdem einfach eine Frechheit. Die Kroaten gegen die Slowaken, ich habe es ja fast so im Quervergleich gesagt, mit Zypern schätze ich stärker ein als Malta, weil die Kroaten stärker sind als die Slowaken. Also ich komm schon wieder auf die Slowenen durcheinander. Sorry. Nichtsdestotrotz, die Slowaken haben ja in Russland verloren, ein Torunterschied, und die Kroaten haben gegen Zypern gewonnen. Jetzt sind wir bei Nant. Und ich finde, so dominant waren die Kroaten nicht. Die haben sich schwer getan, und das gegen Zypern. Das heißt, die Slowakei ist hier nicht chancenlos, aber natürlich Außenseiter. Slowakei +1 könnte man sich vorstellen. Ich bin aber kein großer Fan, jetzt hier gegen die Favoriten zu setzen, nur weil die nicht so überzeugt haben. Und grundsätzlich finde ich die kroatische Mannschaft wegen den Namen schon echt geil. Aber die haben es ja, halt ich glaube, man muss auch ein bisschen die Tabellensituation in Betracht ziehen. Wer muss vielleicht sogar was leisten? Das hat ja dann viel auch mit der Konstellation zu tun. Wir sehen hier, Kroatien ist Erster mit 16 Punkten aus 7 Spielen, eigentlich voll im Soll, 11-1 Tore. Also das hat schon was. Slowakei kann sich jetzt eigentlich eine Niederlage gar nicht erlauben, ne? Also das könnte eigentlich den Kroaten in die Hände spielen, weil das müsste eigentlich bedeuten, also was ich sagen möchte, Slowakei kann sich ja gar nicht leisten, jetzt hier auf Unentschieden zu spielen. Die müssen gewinnen, sonst war es das ja, ne? Ja, aber wie Lothar Matthäus schon gesagt hat, in der Gruppe machen es Kroatien und Russland, und der Rest ist relativ schwach, und deswegen, ja, die Kroaten sollten das natürlich machen, aber so 100% überzeugend sind sie halt auch nicht mehr, und diese Irgendwas-Quote ist viel zu niedrig. Deswegen Hände weg, vielleicht lieber auf die Letten setzen, denn gegen die Türken gewinnt ja derzeit jeder. Sorry, jetzt, musste ich machen, weil es ja letztes Mal wieder hieß, die Türkei, wir stürmen irgendwas, wenn die Türkei... Nicht dazu möchte ich sagen, Stefan Kunz mit einem sehr erfolgreichen Debüt. Du hast ja gesagt, Norwegen gewinnt das. Und ja, ich habe aber X2 getippt, und der Tipp war 1-1 in den Kommentaren, richtig, oder in der Beschreibung. Richtig, aber nichtsdestotrotz, und das meine ich jetzt auch nicht schlecht gegen deine Wette, hast du Norwegen trotzdem favorisiert, und ich bin stolz auf unseren Stefan Kunz, dass er es geschafft hat, den ersten Punkt zu holen. 1-0 haben sie ja gleich nach 6 Minuten geführt. Am Ende aber auch nicht wirklich ein Aufwärtstrend erkennbar. Auch hier vielleicht mal ein kurzer Blick auf die Tabelle, Radek. Ich glaube, das Spiel, dass sie gegen Lettland, dass sie das gewinnen, das steht ja irgendwo außer Frage. Muss man sich mal die Quoten anschauen. Naja, Hinspiel 3 beide. Jetzt ist es so, Montenegro ist natürlich noch im Rennen. Gegen die Niederlande müsste die Türkei schon beide Spiele gespielt haben, gegen Norwegen logischerweise auch. Das heißt, mit dem jetzigen Sieg, und wenn dann Norwegen patzt, ist noch der zweite Platz drin. Also sie müssen das Spiel unbedingt gewinnen. Die Quoten zeigen eine 1-4. Finde ich persönlich für einen Kombi-Tipp eigentlich ganz gut, weil Lettland halte ich jetzt trotz der guten Punkteausbeute nicht wirklich viel von. Ja, das geht mir ähnlich mit der Türkei. Also, die haben ja auch 3-3 gegen die Letten gespielt im Hinspiel. Klar,
war das wahrscheinlich ein Ausrutscher und normal sind die viel besser, wie sie jetzt auch in den letzten Spielen immer gezeigt haben, aber na, also ja. Klar, musst du Lettland besiegen, aber hätten sie auch andere Mannschaften besiegen können und haben sie nicht. Deswegen, hands off, die Türken neigen auch dazu zu unentschieden und sind eine sehr, sehr unentschiedenlastige Mannschaft, aber natürlich, ja, da, wenn sie gegen Lettland gewinnen, dann ist wahrscheinlich Party am Taksimplatz und gibt es übrigens hervorragende Döner, aber das erwartet man ja auch nicht anders. Und Niederlande, Gibraltar, ja gut, was soll man sagen? Niederlande hat es auch nicht unbedingt so glanzvoll gegen Lettland gemacht. Und Gibraltar, hey, da wächst was zusammen, habe ich das Gefühl. Nur 3-0 gegen Montenegro verloren und in der zweiten Hälfte sogar besser gewesen. Mehr Torschüsse und ja, also Gibraltar, die haben auch gegen Holland im Hinspiel nur 7-0 verloren in Gibraltar und ja, was soll man dazu machen? Wahrscheinlich hat Holland eine 1,0er-Quote oder so, genau. Und Asian Handicap würde mich fast interessieren, ob da minus 8. Wie beim Hinspiel minus 6. Dann, ich sag, die Gibraltesen halten es diesmal knapper, weil dieses Spiel gegen Montenegro hat die irgendwie gepusht, glaube ich, und die Holländer. Ja, ich weiß auch nicht, da stimmt es ja hinten und vorne nicht. Also Gibraltar plus 6, 1,8 und nur reiner Papiertipp. Also da würde ich natürlich kein Geld drauf setzen, aber sagen kann man es ja mal. Die Norweger gegen Montenegro, das hast du ja angesprochen. Das ist ein spannendes Spiel in dieser Gruppe. Ja, du sagst es, beide haben noch die Ambition auf Platz 2. Beide haben die Türkei genau zwischen sich. Für Montenegro ist das hier ein vorentscheidendes Spiel, ist das klassische 6-Punkte-Spiel. Wir haben ja in der Gruppenphase 10 Spiele, 7 sind schon gewesen. Und wenn dann nach 8 Spielen Norwegen mit 6 Punkten und dem direkten Vergleich und besseres Torverhältnis weg ist, dann war es das mit Montenegro. Viel spricht bei dem Spiel für ein Unentschieden. Ich glaube, dann sind noch beide im Rennen und man muss schauen, was die Türkei macht. Die Norweger wahrscheinlich wieder ohne Haaland oder sicher ohne Haaland. Natürlich ein ordentliches Handicap. Ich würde hier fast sagen, Unentschieden ist das Einzige, was Sinn macht. Wenig Tore und die Viererquote ist schon krass. Also die Favoritenrolle bei Norwegen sehe ich ja gar nicht. Das hast du auch gegen die Türkei nicht gesehen, klar. Zumindest jetzt auch nicht mit einer 1-6. Lass mich mal so sagen, Favoritenrolle ja, aber hätte ich Quoten gemacht von der Gruppenphase und von meinen persönlichen Einschätzungen, wäre das wahrscheinlich so 2-2 Norwegen und 2-8 Montenegro oder so. Ja, da stimme ich dir voll zu und diese 4,3 auf Unentschieden, das macht absolut Sinn hier. Montenegro mit dem letzten Schuss, weil wenn sie hier jetzt nicht oder wenn sie hier verlieren, dann ist Norwegen davon und qualifiziert und Montenegro kann mit einem Sieg zu Norwegen gleichziehen und hätte dann im direkten Vergleich wahrscheinlich auch die Nase vorn und ja, also für die ist es wirklich ein Do-or-Die-Spiel und das kann gegen einen Norwegen ohne Haaland auf jeden Fall funktionieren. Ich glaube, beide Teams sind auch harte Mannschaften, wenn man Bock hat, auf gelbe Karten oder rote Karten zu setzen oder sowas. Weiß gar nicht, ob das noch gibt, weil ich es persönlich noch nie gespielt habe. Aber hier wäre es was eine Überlegung wert ist. Ja, zumindest hier bei Oddspedia haben wir den Vergleich der gelben Kartenquoten nicht, aber gibt diverse Wettanbieter, die das natürlich anbieten. Dann wieder zur deutschen Gruppe, die Rumänen gegen die Armenier. Armenien war ja bis zum Spiel gegen Deutschland Tabellenführer und dann wurden sie jetzt durchgereicht. Natürlich, Rumänien hätte fast schon ja, mehr verdient, kann aber in dieser Gruppe auch als Vierter eigentlich noch was reißen. Und das ist eigentlich ganz cool, wenn die hier vielleicht Armenien besiegen und Deutschland ein bisschen Schützenhilfe leistet gegen Nordmazedonien, dann ist Rumänien nach wie vor im Rennen. Und ich glaube, das wissen die auch. Und das wissen auch die Buchmacher. Deswegen haben die nur eine 1,62er-Quote. Und das ist leider sehr schlecht, aber auch irgendwo gerecht. Drauf setzen würde ich natürlich nicht, ist zu gefährlich, aber ich gehe schon davon aus, dass Rumänien mit dem Tor gegen Deutschland und dem beherzten Auftreten durchaus hier
Favorit ist und das gewinnen wird oder muss und sollte. Also deswegen auf Armenien zu gehen, klar, hätte vielleicht ein bisschen Value, aber auf der anderen Seite braucht man sich auch nur die Ergebnisse der Armenier zuletzt anschauen und dann kommt man vielleicht von diesem Trichter wieder runter. Ein Unentschieden gegen Island und Liechtenstein und ein 0-6 gegen Deutschland sagt eigentlich schon fast alles, während die Rumänen halt, zumindest Liechtenstein besiegt haben. Also gut. Das ist gut gespielt dann gegen Deutschland. Also das gibt so oder so Selbstvertrauen. Deutschland ist ja jetzt ein anderes oder schon ein bisschen besser als in den Spielen vor Flick, das muss man schon sagen. Also ich denke auch, meine persönliche Lieblingswette ist derzeit tatsächlich eine Kombi auf Rumänien und Türkei, rein von den bisherigen Quoten. Vielleicht sogar als Dreier-Kombi noch ein bisschen Späßle dazu. Zypern, da hat man schon eine Dreier-Kombi, die wir natürlich sonst nie so spielen würden, aber so ein bisschen Spaß. Mehr ist für mich persönlich eh nicht drin bei diesen Länderspielen, weil viel zu viel Kurioses passiert und mir die emotionale Komponente eh fehlt bei denen. Mhm. Aber was ist Slowenien wert und was ist Russland wert? Russland hat ja schon einigermaßen gut gespielt und auch gepunktet. Wir haben hier auch ein sehr interessantes Spiel, was die Tabelle angeht. Kann Slowenien hier nochmal aufschließen? Nein, können sie nicht. Also im Endeffekt ist Russland mehr oder weniger durch. Diese 6 Punkte Unterschied werden sie sich nicht mehr nehmen lassen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass Slowenien dieses Spiel gewinnen kann. Und im Endeffekt finde ich es eigentlich eine sehr, sehr gute Quote auf die Russen. Und ja, also du kannst ja schon sagen, wenn Russland das Spiel gewinnt, sind sie 100% durch. Wenn Slowenien gewinnt, ist es wieder spannend. Also von daher ein X2 oder generell auf Russland, die hier angeblich Außenseiter sehen sollen, das sehe ich jetzt nicht so. Dafür finde ich Slowenien nicht gut genug. Asian Handicap 0, eine Zweierquote auf Russland, ist auch machbar, aber plus 0,5, also noch ein bisschen hoch, eine 1,6, ist für mich unglaublich value-haltig. Ja, aber 1,6 ist ein bisschen niedrig, aber Asian Handicap 0 auf Russland ist ganz cool. Ich habe jetzt hier ein bisschen absichtlich geschaut, was Russland minus 1,5 gibt. Das ist halt so eine Wette, wo ich eigentlich drauf stehe, weil das ist eine Wette auf einen Außenseiter, dass er mit 2 Toren Vorsprung gewinnt. Und da Russland nicht der krasse Außenseiter ist und es nicht unmöglich ist, dass sie mit 2 Toren Vorsprung gewinnen, ist das eine sehr, sehr gute Quote. Aber natürlich würde ich das mit einem geringen Einsatz machen, damit ich dann eine Einheit gewinne. Und meine Standardwette wäre dieses Asian Handicap auf Russland. Und kann man auch nicht viel falsch machen, denn die Quote ist echt gut und dass Slowenien hier der Favorit sein soll, das sieht wahrscheinlich keiner. Tschechien gegen die Weißrussen, die haben ja in Estland verloren, während die Tschechen natürlich 2-2 gegen Wales gespielt hat. Und in der Gruppe ist eigentlich ein bisschen Not gegen Elend, wenn du nach 6 Spielen 8 Punkte hast. Das, haben die nur 5 Mannschaften drin. Aber klares Ding, die Tschechen müssen das gewinnen, damit sie hier nicht von Wales überholt werden. Und die Quoten geben natürlich wieder nichts her. 1,3 auf die Tschechen in Weißrussland. Da weiß der auch nicht, was passiert. Ob der Lukaschenko sich da irgendwas ausdenkt, wer weiß das schon. Deswegen leider hier hands off. Daumen drücken natürlich für die Tschechen, dass sie das gewinnen und weiter marschieren zur WM. Kasachstan gegen die Finnen. Wer hätte gedacht, dass die Finnen dann doch irgendwie sich so schwer tun in dieser Gruppe nach einer relativ guten Europameisterschaft, also für ihre Verhältnisse? Ich meine, es ist eine Sensation gewesen, dass Finnland in die EM gekommen ist, das darf man nicht vergessen. Und man sieht dann, dass diese Sensation dann auch irgendwann mal in die Realität wieder zurückfließt. Die Finnen jetzt gegen Ukraine verloren, gegen Frankreich, okay, aber ja, ist ein bisschen vorbei, vielleicht ist der Überraschungsfaktor vorbei, vielleicht glauben sie dann auch nicht mehr so wie vorher dran, haben auch wirklich aufopferungsvoll gespielt und dann den emotionalen Höhepunkt erreicht und ab dann geht es halt nicht mehr weiter, weil über die Klasse holen die bestimmt keine Punkte. Wenn du jetzt die Quoten hier anschaust, dann sehen wir auch, dass
Finnland zwar Favorit ist, aber sie spielen halt eigentlich um nichts mehr. Ne? Also die können ja gar nicht mehr Zweiter werden. Dafür sind sie zu abgeschlagen. Andere Teams deutlich besser. Also ich finde die Quote nicht gut. Und Finnland ist ja auch kein offensives Team. Und kann ich mir vorstellen, dass sie sich dann auch gegen tiefstehende Kasachen schwer tun. Also da sehe ich gar keinen Sinn, überhaupt jetzt die Minute über das Spiel geredet zu haben. Ja, dann kommt zum Punkt, aber du hast gesagt, unter 2,5 gibt auch nur eine 1,62. Hier erwarten die Leute einfach keine Tore. Das ist auch bestimmt nicht besonders der Rede wert. Jetzt hat Albanien ja gegen die Ungarn gewonnen. Das zum wiederholten Male, muss man sagen. Die haben ja auch das Hinspiel gewonnen mit 1-0. Beide Spiele jetzt gegen Ungarn. Ich hatte eigentlich gedacht, ja, Ungarn muss sich da revanchieren zu Hause. Haben sie nicht. Und jetzt steht Albanien ja wirklich sensationell da, sogar vor Lewandowski und Polen, und kann eigentlich mit einem Unentschieden hier diesen zweiten Platz hinter England verteidigen. Das ist natürlich auch eine starke Leistung der Albanier. Aber im Endeffekt auch ein bisschen verzerrtes Bild, denn wir wissen alle, zu was Lewandowski fähig ist, und wenn der spielt, dann ist auch eine 2,15 hier drinnen, und hier steht auch schon in den im täglichen Anzeiger Holzminden, und das ist natürlich, wenn die das sagen, dass es ein Pflichtsieg für Polen ist, dann will ich da nicht dagegen argumentieren, deswegen 2,15 mit doppeltem Einsatz auf die Polen, also quasi Martingale-System, weil wir ja Albanien schon mal gegen die gewettet haben und verloren haben, und jetzt setzen wir doppelt so viel nochmal gegen Albanien, damit wir dann den Verlust wieder reinholen. So würde es ein Anfänger machen. Wir setzen aber einfach den normalen Einheit-Einsatz auf die Polen, weil Lewandowski, und dann ab dafür. Bulgarien hat mich auch ein bisschen enttäuscht, hätte ich stärker eingeschätzt. Haben das Spiel verloren gegen Litauen, 3-1. Kannst du mal machen, klar. Hätte ich gedacht, wir hätten vielleicht mehr im Kreuz. Nordirland, ja, mei. 2-0 gegen die Schweiz ist jetzt kein Beinbruch. Also da kannst du wirklich gar nichts sagen. Und auch das Unentschieden ist ein bisschen niedrig für die Verhältnisse. Also Dänemark, Österreich, das ist doch ein Spiel, da fällt dir bestimmt was ein. Ja, wenn du ein bisschen weiter runter scrollst, schauen wir uns auch hier die letzten Ergebnisse ein. Dänemark mit einem langweiligen 4-0-Sieg, der 5-0 gegen Moldawien, der 5-0-Sieg gegen Israel, den kann man die hoch anrechnen. Da wissen wir, dass Österreich gestrauchelt hat. Die Ösis mit einem erwarteten Sieg gegen Färöer mit 2-0, aber auch nicht jetzt wirklich so erfolgreich. Und die zwei Niederlagen davor tun immer noch weh. Wir sehen Österreich, wenn du mal die gesamte Tabelle machst, die hätten gegen Israel und Schottland mindestens 4 Punkte holen müssen, dann wären sie eigentlich locker Zweiter gewesen, weil Schottland natürlich dann 3 Punkte wiederum weniger gehabt hat. Jetzt ist aber Österreich mit dem Rücken komplett zur Wand. Der Riesenvorteil ist, Dänemark ist durch. Also dann sind noch 3 Spiele. Dänemark mit 21 Punkten ist definitiv weiter. Trotzdem haushoher Favorit, und da würde ich schon X2 ins Auge fassen wollen, wenn du hier auf die Quoten gehst, einfach weil die Ösis alles reinwerfen müssen, weil sie eine klasse Mannschaft am Ende des Tages noch haben, und wenn der Kampfgeist passt, dann sollte ein Unentschieden mindestens drin sein, vielleicht sogar ein Sieg, oder sie zeigen das Gesicht wie in den letzten 2-3 Spielen, was ich aber nicht hoffe. Also ja, hier auch interessant, Asian Handicap minus 1,5 auf Österreich, wenn sie mit 2 Toren Vorsprung gewinnen, wenn deine These stimmt, dass die Dänen sowieso schon durch sind und die Österreicher alles in die Waagschale werfen, ist diese 12,5 wieder eine Wette, die man mit einer Zwölftel-Einheit spielen kann, um eine Einheit zu gewinnen, so in der Art. Und als Hauptwette würde ich halt einfach die Linie spielen hier. Da finde ich jetzt persönlich sogar minus 1 zu einer 14er Quote besser, das einfach mal so am Rande erwähnt, wenn ich das richtig gerade gesehen habe. Ja, da bist du natürlich ein bisschen gewiefter, gell? Das ist natürlich auch bestimmt kein Quotenfehler hier oder kein Anzeigefehler. Klar, sollte man machen und prüfen, ob das der Fall ist.
Ansonsten, ja, Österreich plus 1,25, hier fehlt sogar das plus 1. Das wäre nämlich dann irgendwo dazwischen bei einer Zweierquote. Und das ist doch eine Sache, die kannst du definitiv machen für eine Zweierquote. Österreich sollte hier nochmal um alles kämpfen. Hätten sie eigentlich verdient. Schade wäre es, wenn die Schotten da eigentlich weiterkommen. Aber auf der anderen Seite haben sie es dann halt auch nicht verdient mit den Ergebnissen, die sie halt abgeliefert haben. Ja. Und England gegen die Ungarn? Mei, warum sollte England das nicht gewinnen, gell? Ungarn hat sich jetzt selber ein Ei gelegt mit den Niederlagen, das ist gerade angesprochen, gegen Albanien. Ansonsten das Hinspiel hat England 4-0 gewonnen. Respekt dafür, jetzt auch gegen Andorra nicht federn lassen, gegen Polen 1-1, das ist auch schon okay. Also Mei, Sieg. Färöerinseln gegen die Schotten. Also ich meine, 2-0 haben die Ösis bloß gegen die Färöerinseln gewonnen. Aber diese 1,33, auch einfach nur Gänsehaut. Also das ist halt was, wo du sagst, ich nehme Kredit auf und setze das auf die Schotten in diesem Spiel. Was soll schief gehen? Sei mir ehrlich. Die Schotten, ich meine, die Färöerinseln, die sind ja irgendwie so vor der Küste von Schottland irgendwo. Also, sorry, keine Ahnung, wo die überhaupt sind. Aber ich denke, die Schotten zur Not fahren die dahin und nehmen die Insel ein. Dann wird dieses Spiel nachträglich irgendwie annulliert, falls das nicht für die Schotten endet. Und die müssen ja einfach jetzt liefern. Und alles andere als hier ein Sieg, egal wie hoch, auch wenn es knapp ist. Aber Schottland 1,33 gegen die Färöerinseln. Gänsehaut, nach wie vor. Gänsehaut. Ich weiß gar nicht, wie wir es schaffen und ich frage mich echt, ob da jemand jetzt sich die volle halbe Stunde reinhaut. Das sind schon wirklich ultra geile Spiele. Geile Spiele, genau. Ja, aber noch eins, da denkst du, es kann unmöglich noch besser werden und dann spielt Israel gegen Moldawien. Und klar, hätte man den Israelis ein bisschen mehr zugetraut im letzten Spiel, aber auch die haben noch Chancen, hier weiterzukommen. Deswegen hier auch ein Sieg der Israelis, aber bei der Quote no way. Kosovo gegen Georgien. Sagt mir beides nichts. Ja, weiß, dass die Kosovo 3-0 gegen Schweden verloren, das kann man mal machen. Und Georgien gegen Griechenland verloren, das habe ich auch so erwartet. Grundsätzlich schätze ich den Kosovo stärker ein. Diese 2,24er-Quote Heimmannschaft kann man auch definitiv machen. Ich gehe von einem, ja, im Endeffekt von einem knappen 2-1 für den Kosovo aus, wenn Georgien überhaupt ein Tor schießt. Ich weiß nicht, die haben erst 2 geschossen, Kosovo erst 3. Also schreit auch irgendwo nach dem Unentschieden. Nichtsdestotrotz, Kosovo meiner Meinung nach schon hier Wert drauf zu setzen bei einer 2,24. Und die Schweizer gegen die Litauer, die ja die Bulgaren besiegt haben, auch uferloser Favorit, no bet. Portugal zu Hause gegen Luxemburg, eine Quotenfrage, 1,1. Zu gefährlich, da sind die Luxemburger als Tabellendritter, zwar nicht mehr in Schlagdistanz, aber ja, also lächerlich darauf zu setzen, weil es für die Portugiesen auch wirklich nicht mehr relevant ist, auch dieses Spiel. Da können sie die B11 oder die C11 aufs Feld schicken. San Marino gegen Andorra. Da würde mich jetzt schon dein Ergebnistipp auch interessieren. 0-0. Wie ging das letzte Duell dieser Fußball-Weltmächte aus? Andorra hat gewonnen. Also scheinen schon auch irgendwie ein bisschen stärker noch zu sein, aber in San Marino, da werden die Karten neu verteilt und ein Unentschieden ist immer im Bereich des Möglichen hier mit 3,4. Bei Schweden gegen Griechenland auch Tendenzen natürlich zur Heimmannschaft, aber die Griechen würde ich auch nicht unterschätzen. Ich zeige euch nochmal hier auch die Ausgangssituation, denn für Griechenland ist es auch ein Do-or-Die-Spiel. Wenn die Schweden hier unentschieden spielen, dann sind sie mehr oder weniger fast durch, weil sie natürlich, glaube ich, auch im direkten Vergleich besser sind. Nein, die Griechen haben das Hinspiel 2-1 gewonnen. Oh, das ist natürlich eine Überraschung, aber deswegen, ja, trotzdem Schweden favorisiert. Vielleicht können die Griechen hier nur unentschieden reißen, aber darauf würde ich nicht wetten. Bei Serbien gegen Aserbaidschan,
haben wir nochmal einen klaren Favoriten mit den Serben, die auch hier natürlich mehr oder weniger schon durch sind. Aber halt Frage, ob sie Erster oder Zweiter in der Gruppe werden. Deswegen müssen sie auch hier dieses Spiel natürlich gewinnen. Quote 1,17. Das ist ähnlich interessant wie alle anderen mit 1,1 irgendwas. Und deswegen das letzte Spiel, Ukraine gegen Bosnien. Auch das hört sich jetzt auf den ersten Blick nach einem knappen Duell an. Ich würde mal sagen, dass Ukraine würde ich so eine Quote von 1,7 geben, ohne das jetzt geschaut zu haben. Geht dann vielleicht 2,1 für die Ukraine aus, mit Tendenz auch zu einem Unentschieden. Vielleicht schaust du einmal auf die Quoten. Das Hinspiel, 1,8 ist die Siegquote. Ukraine Zweiter, Bosnien Dritter. Also spricht auf jeden Fall viel für ein sehr, sehr knappes Duell. Und deswegen sehe ich auch die Ukraine jetzt nicht so sehr stark favorisiert. Ein Unentschieden wäre eine Möglichkeit oder eben auch ein Asian Handicap, wie du gesagt hast, wenn es ein knappes Spiel ist, kann man auf Bosnien guten Gewissens setzen. Und Double Chance Bosnien mit einer 2,1 auf jeden Fall machbar. Dafür ist die Ukraine auch nicht so überlegen. Und deswegen das letzte Spiel, sorry, dass es so lang geworden ist, aber es ist halt nicht alle Tage eine WM-Qualifikation. Und deswegen lasst einen Daumen da für die Länge allein schon und dann bis zum nächsten Mal. Endlich wieder Bundesliga.